Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo von mir auf meinem Kanal MMT on Tour. Wo bin ich? Ich bin in Thüringen, in der Nähe von Eisenach. Ganz spontan heute hier. Eigentlich wollte ich ja nach Leipzig und dort eine kleine Wanderung machen. Auf dem Weg hierher habe ich mir gedacht, komm, die Gegend sieht so gut aus. Machen wir dann einfach. Wettermäßig, ihr seht, es ist bewölkt. Ja, hoffe ich, dass es nicht viel regnen wird. Regen ist vorausgesagt. Und ja, Regenjacke ist hinten drin. Und ja, ich laber mich wieder hier zu Grund und Tode, anstatt weiter zu laufen. Da ist sie, die alte Grenze zwischen der DDR und Deutschland, der Bundesrepublik. Auf der Seite ist jetzt Hessen und auf der Seite ist jetzt Thüringen. Jetzt hätte ich fast Nordrhein-Westfalen gesagt. Jetzt versuche ich diesen Grenzweg zu finden. Da bin ich mal gespannt, weil das ist so ein bisschen für mich sehr interessant, so ein bisschen Geschichte aufzunehmen. Das interessiert mich unheimlich. Und dabei ist mir vorhin aufgefallen oder eingefallen, besser gesagt, dass ich gar nicht mehr so hundertprozentig weiß. Du sag mal, was hast du denn an dem Tag gemacht, wo die Mauer gefallen ist? Boah. Keine Ahnung, da war ich glaube 10, 11 Jahre alt oder doch 11 Jahre alt und ich glaube, das ging total an mir vorbei. Also gewissermaßen, ich wusste glaube gar nicht, was da richtig passiert. Absolute Katastrophe. Der Möchtegern-Grenzweg ist auch nicht da. Ich gehe jetzt hier in so einen Ort rein, in Pferdsdorf Spiechra, auch wie auch immer. Und da gehe ich jetzt ein Stück runter und dann gucke ich mal, ob ich da unten unterhalb der Ortschaft ein bisschen mehr sehe. Jo. Jetzt sind wir durch den Ort durch. Jetzt gehe ich so einen Berg hoch. Streck mich mal so ein bisschen. Man sieht es ja nie auf den Kameras. Oh. Es geht schon ganz schön gut hoch. Same road we're walking down.
Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. Da bin ich wieder. Ich bin heute nur im Labern, ne? Na ja, gut. Ich habe jetzt einen Weg gefunden. Und jetzt laufe ich den Weg entlang. Jetzt gibt es mal wieder ein bisschen mehr Naturaufnahmen. In dem Sinne. Oder vom Weg den Aufnahmen. Und ich versuche mich irgendwie gegen die Mücken zu wehren. In dem Sinne. Bis später. Jetzt schon mal eine erste Entschuldigung dafür, dass es so immer noch ein bisschen wackeln tut. Liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass ich sehr schnell unterwegs bin. Weil, sobald du ein bisschen stehen bleibst, kommen die Mücken. Also, das habe ich so in der Art selten erlebt. Apropos Regen, habe ich gerade mal geguckt. Laut Wetter-App von Google, also laut Google, soll es heute hier nicht mehr regnen. Da lasse ich mich mal überraschen. Ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt bin. Ich glaube, jetzt bin ich hier mittendrin in der Grenze. Das könnte ein altes Grenzgebiet sein. Jetzt kriege ich Angst. Jetzt kriege ich echt Angst. Sieht man das? Ja, sieht man nicht. Doch, da. Explosionsgefahr. Aha, gut. Ist nur doof, wenn man das Schild außerhalb des Weges hinstellt, ne? Naja, gut. Es geht weiter. Ich habe jetzt gerade mal mich ein bisschen orientiert. Ich bin also noch auf dem richtigen Pfad. Und ja, ich hoffe, ich bleibe auch drauf. Ja, und was wollte ich noch sagen? Hab's vergessen. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt gerade so ein bisschen... fängt an zu regnen. Ich habe es befürchtet. Aber ich bin ja Gott sei Dank im Wald. Da kriegt man nicht so viel ab. Und es lässt auch schon wieder nach. Gott sei Dank. Also ich weiß nicht, ob man das sieht. Das wird man nicht sehen, aber es geht jetzt gerade richtig steil bergab. Jetzt hat die Kamera hat eine Schieflage.
So, kleiner Zwischenstand. 8,68 Kilometer habe ich jetzt hinter mich gebracht. Ist jetzt kurz nach 12. Und ja, es regnet. Zwar nicht stark, wo ich jetzt nicht mehr einschätzen kann, weil ich noch unter den Bäumen laufe. So, ich will jetzt Feierabend machen, beziehungsweise ich will kein Outro im Auto machen, deswegen habe ich mir überlegt, komm, es regnet nicht, hast Glück. Es war vielleicht nur eine Wolke, die was abgelassen hat, deswegen mache ich das jetzt hier draußen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und vor allem abonniert den Kanal für die nächsten Wanderungen oder Märsche, die noch anliegen. Ja, ich gehe jetzt wieder zurück zum Auto, dann geht es nach Leipzig vielleicht. Kommt da noch was, aber es kann auch sein, dass es eventuell im nächsten Video auftaucht. Auf jeden Fall ganz zum Schluss sind wir hier noch nicht angelangt. Kommen bestimmt noch ein, zwei Bilderchen dazu. Mir bleibt nichts zu sagen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael vom Kanal MMT on Tour.